Hallo, herzlich willkommen zu den beiden, hier bin ich. Hier bin ich. Heute halt mit dem Rockstar Super Sours Bubble Burst, der ist hier drin. Bevor wir das jetzt testen, nur eine kleine Info noch. Wir haben den zugeschickt bekommen von einem guten Kumpel von uns. Auf Insta heißt der Energy Nation Sie. Er meinte, ich soll das so englisch aussprechen. So, die Adresse weg. Hier haben wir die zwei Dosen, weil wir sind zwei, deshalb zwei. Und hier ist noch ein Brief, wo Yummy draufsteht. Ja, für jeden war noch ein Monster-Sticker dabei. Das haben wir nämlich über WhatsApp geklärt. Guck mal, jetzt hast du noch einen schönen Sticker. Den habe ich zwar schon zu Hause, aber... Wir haben die schon alle. Aber, Dankeschön, WhatsApp. Hier noch ein kleiner Brief. Viel Spaß mit den Stickern und Prost. Sergej. Dankeschön. Dankeschön auch für das Paket. Ne? Wir werden dir ein Tauschpaket zurücksenden. Und... Ja, los geht's. So, und hier sieht man halt, dass es sich um den Rockstar Super Sours Bubble Burst handelt. Hier auch Deutschland halt importiert, aber Herkunftsland ist Großbritannien. Was man hier auch sehen kann halt. Ja, Mann. Gut, dann öffnen wir den Mist jetzt, oder? Was für ein Mist? Ich muss ehrlich sagen, ich bin gespannt. Der Geruch kommt mega bekannt vor. Richtig Kaugummi. Ja. Aber was für ein Kaugummi? Erdbeer, so ein Fruchtkaugummi, um ehrlich zu sein, finde ich ehrlich. Nee, so ein richtiger Zuckerter. Wie würdest du den Geschmack beschreiben, Mensch? Der schmeckt scheiße. Aber wonach schmeckt der? Keine Ahnung, ich hab das noch nie getrunken. Ich finde, ihr könnt sagen, ich bin blöd, aber ich finde, der hat so einen Hauch von Wassermelone. Finde ich, so einen ganz kleinen Hauch. Er ist auch leicht säuerlich, aber er ist nicht super sauer. Und wie würdest du ihn den Geschmack beschreiben? Also nicht mit Scheiße, sondern sag es mal! Der schmeckt einfach nicht. Keine Ahnung, ich hab den noch nie getrunken. Ja, ich doch auch nicht. Und dann versuch mal so zu beschreiben, was dir an dem nicht schmeckt. Vielleicht hilft das ein bisschen. Nachgeschmack. Und was hat der für ein Nachgeschmack? So ein ekliges Zeug. Sauer? Nee. Also er ist nicht super sauer. Nein, warum nicht? Schmeckt halt eklig. Bewertung von 1 bis 10. 2. Ehrlich? Ja. Ich sag 5 von 10. Hey, ich finde aber das Dosendesign voll geil, was aber nichts mit dem Geschmack zu tun hat. Ja, ja, ist ja noch voll! Du hast jetzt nicht die Dose bewertet, oder? Nein, den Geschmack. Der Geschmack ist für mich 5 von 10. Und die Dose? 10 von 10, weil ich nicht gerne sehe. Eine Kaufempfehlung, würdest du es dir kaufen? Nein. Okay. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss! Ja. Wahrscheinlich. Wenn irgendwelche Leute sowas sehen, ne? Alter, Feiertag, du bist ein Tier. Ja.